So, machen wir weiter. Ultimatives Können. Die Kampfkünste Formel 6 machen aus dem menschlichen Körper eine lebende Waffe. Und nun lass die Kämpfer vor dir die schreckliche Macht dieser übermenschlichen Kunstfertigkeit erfahren. Okay, Formel 6 Nutzer gegen Faustkämpfe-Armee. Da könnte tatsächlich Waffi als Gegner kommen, oder? So, dann. Formel 6. Da fällt die Wahl leicht, Taubenheini. Du ist es, Warp Lucky. Hat der noch irgendwie Kostüme? Nee, schade, das ist sein einziges. Na gut. Oh, der ist erst Level 7. Oh. Eieieiei, also Geld und Medals. Aua. Bedingung für den Sieg, Gegner vernichtet. Keine Niederlagebedingung, okay. Ah, Orkan-Gegner, Einstellangriff. Hm. So, wir sehen schon, ne, es ist nicht wirklich was ausgebaut bei dem. Es gibt noch eine Fähigkeit, die versteckt ist. Ja, ist auch die einzige. Ah, da bin ich gespannt, was ich da noch reinkriege. Ansonsten Fähigkeiten technisch. Okay, scheint jetzt nichts groß dabei was zu sein. Ah, mehr Angriffe wären schön, aber es ist insgesamt sehr teuer. Auf jeden Fall brauche ich hiervon ein bisschen was. Das kann man schon mal vorbereiten. Ist sonst noch irgendwo in der Richtung Angriff? Da oben tatsächlich. Ja, Angriff, ne? Muss sein. Nicht so teuer wäre. Das hätte ich fast vergessen. So, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend ganz viel Angriff oder Verteidigung. Und oder Verteidigung. Sonst wird Warp Lucky hier an der Stelle. Ja, der wird da nicht viel zu lachen haben, ne? Ist ein Level 13 Event. Könnte man da am ehesten nehmen? Also ich würde ja schon noch ein bisschen was auf Angriff gehen. Das geht doch alles von Anfang bis Ende durch. Mark Tiger, erstmal grüß dich. Wenn du das reinschaltest. Ja, alles gut durchskillen wäre natürlich eine Idee, ne? Aber da kriegst du nur Angriff winzig raus, ne? Sag mal hier Angriff klein. Verteidigung. Erstmal machen wir ein bisschen Verteidigung. Heilung bekommst du en masse in den Missionen. Hahaha, schön wär's. Wir hatten schon eine Mission gehabt, da gab's überhaupt nichts. Also, da hatten wir tatsächlich auch schon andere Situationen. So, ich brauche jetzt erstmal auf jeden Fall ganz viel Verteidigung. Verteidigung. Voice-Drops. Verteidigung ist jetzt hier das A und O. Das Problem ist jetzt meine Geldsackenmedaille. Moin. Moin Brünnchen. Okay, auch schön. Verteidigung moderat ist auch schön, ne? Aber. Ah komm, Angriff auf Level 8, immerhin schon mal etwas. Aber gerade Verteidigung brauchen wir ganz gut. Das können wir dann auf Lukis Karte Nummer 2 schon mal machen. Verteidigung winzig. Ihr seid mir hier witzig.
Ah, vor allem das Geld. Ich denke, ich mache erstmal das hier noch. Jawohl, Verteidigung winzig. Was wären hier das nächste? Oh Gott. Viel Spaß. Nee, ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen Verteidigung ausbauen. Das ist eigentlich schon Must-Have hier. So wie Angriff. Ah, Verteidigung Level 9 in einem 13er Event. Puh. Boah, Mist, ich habe eigentlich gehofft, dass wir noch einen auf Verteidigung kriegen. Angriff ist genauso wichtig. Das ganze Geld wieder im Eimer. Na gut. Was ist das da oben eigentlich? Moonwalk. Mach dich unbesiegbar, wenn du es starker Sprint oder Luftsprint nutzt. Okay. Verringert ebenfalls Ausdauerverbrauch um eine Menge proportional zum Fähigkeitenlevel. Ah, gut, ne? Ich hätte gern hier diese Fähigkeit noch. Na schön. Fähigkeiten haben wir jetzt keine weiter. Ah, oh, Level 1 Fähigkeit alles nur. Ich überhaupt doch was zur Auswahl. Fliegende Feuerpistole. Fingerpistole, Feuer. So rum. Feuerpistole, Feuer ist klar. Was ist? Na, mir ist es einigermaßen. Hattori bringt Heilungsgegenstand per Luftpost. Jupp, alles klar. Ich hoffe, dass die Heilung auch einigermaßen brauchbar vonstatten geht. So, wo ist jetzt hier. Ja, Münzsammler wäre auch eine Idee. Ja, nehmen wir mit. Kampfinstinkt. Und Kopfgeldjäger. Na denn. Nehmen Carrot vielleicht als erstes. Erstmal weg mit euch. Ich wollte Viereck nicht drehen. Hallo, kennst du Lucky? Ey, ich hab einfach mal direkt voll viel Lebensenergie verloren. Ah, sehr geil. Puh. Ich dachte schon, das wird nichts hier. Aua. Ja, nee, natürlich, Perospero. Ich war im Kopf auf, alles klar. Ah, Mist, ich bin zu weit oben. Bellamy aufgetaucht? Okay. Ah, Mist, mir fehlt doch ein bisschen was. Auf Lebensenergie. Oh. Das gibt's nicht. Wieso ist er so träge? War das immer schon? Ich brauche Lebensenergie. Da drüben. Hey.
hängt tatsächlich an Carrot fest. Das ist ja mal ein Ding. Oh Mann, und das die einen Stunt hier. Ja, Chabura hat schon 500 Gegner oder was? Oh, das. So, wieso kriege ich keine Lebensenergie mehr hier? Enki hat Probleme. Ich habe selber Probleme. Oh, da ist Fleisch. So, nächstes Carrot ist erstmal weg. Die war richtig nervig hier mit den Stun-Angriffen hier. Ah, okay. Interessant. Was? Der Fußball? Nö, nischt es hier mit Fien. Du bleibst schön hier. Ja, gegen zwei gleichzeitig ist doch klar. Da kommt doch die KI nicht hinterher. Aua. Au. Schnell Lebensenergie holen hier. Nächste Mission 500. Oh ey, dass ich hier gezielt 500 immer wegmachen muss, das ist schon ein bisschen nervig. Ey, ich wollte gerade meinen Einsatz hier starten. Bellamy konzentriert sich auf die Verteidigung. Okay. So bleibt mein Snack eigentlich. Na gut, ich habe doch die Lebensenergie, soll es passen. Viel Lebensenergie wieder dabei verliert. Aber wieso kann ich das jetzt nicht einsetzen? Jimmy ist aufgetaucht, alles klar. Aber ich will jetzt nicht wieder. Au. Ich bin verdammt. Frankie, Pazifista und Law sind aufgetaucht. Ich brauche Lebensenergie. Endlich. Verprüge entweder Frankie oder Pazifista. Hier ist eh zu viel los. What? 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 Lass mich bloß in Ruhe. Hey. Geh doch mal da rein, ich brauch mal kurz Sicherheit hier. Einfach fast weg hier. Ja, moin.
Fleisch. Alter. Ey, was ist hier los, Leute? Du bist doch nicht normal. Ich habe einfach einen Haufen Anführer aus dem Habe, ist klar. Alter, ey, das ist doch nicht normal. What? Ich lerne hier fliegen? Lebensenergie, ganz fix, aber schnell. Also ohne Heilung würde hier gar nicht gehen. Also das ist wirklich richtig heftig. Hilfe! Impfsenergie, aber ganz flott. Da kommen sie schon. Oh, sehr gut. Das ist ja wirklich brutal hier. So, jetzt gibt's Dreschen hier. Oh, Piro, Spiro, schon mal weg. Sehr gut. Da, wie viel die aushalten. Also ich brauche mal eine neue Fähigkeit. Bleib mal stehen hier. Okay, Jinbei ist schon mal weg. Dann lass mich hier groß in Ruhe, Leute. Ganz schnell Heilung. Ach, da drüben ist ja noch ein Stück Fleisch. Nehme ich. Alter, Bruno, jetzt schon mal 1000. Boah, die Wankopf, wie viel hältst du aus? Und wegschmeißen. Die Fähigkeit ist an sich gar nicht so schlecht. Er ist so träge. Mann, bleib doch mal hier. So, jetzt gibt's aber nicht aufs Fressbrett. 1000 Gegner und Ivankov besiegt. Na komm. Okay.
Hä? Becky arbeitet jetzt mit uns zusammen. Ich dachte von Anfang an schon. Ja, du bist mir witzig. Ich dachte schon von Anfang an. So, ich werde erstmal Heilung anfordern. Butter, sehr gut. Entweder Frankie oder Pazifista ist eine Nebenmission. Naja, gut, okay. Law hat den Kampf aufgenommen. Law ist auf unserer Seite? Ui, was ist denn hier los? Ich würde ja eher begrüßen, dass ich Frankie knapp mache. Mission 500 Gegner besiegt. Genau solche Missionen hasse ich eigentlich. Waffi! Oh Mann, lass mich in Ruhe hier! Lass mich in Ruhe! Bedingungen für den Sieg haben sich geändert, okay. Corby! Ist klar, Corby sollte eigentlich auf meiner Seite sein. Naja, gut. CP9, Marine, ist ja auch nochmal eine etwas andere Geschichte. Kann man so stehen lassen. Das ist doch wahnsinnig hier. Erstmal Anführer weg hier. Lebensenergie. Gleich. Weiter geht's. Frankie. Also gegen Waffi wird's auf jeden Fall anstrengend. Komm schon. So, und jetzt weg hier. Hallo Corby, der ist ja auch schon hier. Oh, Geld. Nehme ich auch. So, ich brauche erstmal Lebensenergie wieder. Ja, Corby muss ich jetzt nicht machen. Ich will nur noch Waffi. S-Rang wird sowieso nicht, weil es schon zu lange dauert. Alter, hoffe ich wirklich, dass ich bei denen hier demnächst mal noch eine Fähigkeit freischalte. Splash! So! Hallöchen, Waffi! Na, kennst du mich noch? Man bedenkt, dass er damals auf Enies Lobby nur ganz knapp endlich gewonnen hat. Aber erstmal interessant zu erfahren, was er jetzt so drauf hat. Also, Luki. Auf jeden Fall schon mal Futter anfordern hier. Wir werden es brauchen. Ja, genau, Waffi, wegfeuern hier. Wow, 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 wow. So, wo ist mein Futter? Hier. Der Pazifist, das auch schon mal hier sehr geil ist.
Gott, meine Lebensenergie schon wieder. Oh Gott, ich hoffe, das hat doch geklappt. Anscheinend nicht. Oh, verdammt. Kann ich das gleich nochmal einsetzen hier? Oh Gott, meine Lebensenergie! Immer kurz aus wie ich hier. Alter, das mit dem ständigen Heilen, das ist schon ein bisschen nervig. Hallo, Fleisch? Ich löse mich auf. Jetzt wird es ein Nutzkampf hier, oder was? Das muss man sich erstmal vorstellen, wenn Waffen hier an der Stelle Gear 4 oder sowas einsetzen würden, ne? Dann einfach als Gegner. Ey, wie brutal schwer wäre das dann? Oh, die reinste Konzentration, Leute. So, weg mit dir! Oh mein Gott! Alter, wie lange hat das gedauert hier? Das nur wegen dem ständigen Heilen, ne? Da! 10 Minuten! Das ist schon irre. Na gut. Ey, das ist Wahnsinn, ne? Hab man merkt, wenn es nicht richtig gut gelevelt ist. Und alle Charaktere so im Schnitt nur Level 7 sind. Quatsch, dankeschön. Man merkt es, ne? Neue Welt, mein Vater, Level 14 als nächstes. Oh mein Gott. Oh Mann, und ich löse mich hier auf, ne?